Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Banjo-Kazooie Replay. Ja, mit eurem Mr. Horror Jumper. Und ihr seht schon, das Wasser ist gestiegen und das bedeutet... Ja, was bedeutet das Ganze? Das zeige ich euch jetzt mal. Denn da vorne ist ein, ja, eine Mine, eine Bombe, wie auch immer, die im Wasser vor sich hin schwimmt oder paddelt oder was auch immer. Treibt, sagen wir es mal so. Sie treibt es im Wasser, ja. Ja, da oben, ihr seht es schon, da ist die nächste Türe. Dort geht es zum Click-Clock-Wood. Ganz genau. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich eigentlich das eine Puzzleteil geholt? Ich meine schon, ne? Ich hatte gesagt, ja... Oh. Okay. Ich hatte es nicht geholt. Aber gut, jetzt habe ich es doch geholt. Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Und ja, das hier kann man kaputt machen, wie ihr gesehen habt. Denn dort gibt es noch etwas Feines für uns. Oh ja, was gibt es denn da Feines? Einen Schalter. Wie, Tempel, läuft ihr hier herum? Ihr seid so schwach und auch noch dumm. So. Soweit ich weiß, haben wir das, glaube ich, noch gar nicht gemacht gehabt, oder? Nee, ich glaube nicht. So, dann machen wir das mal kurz. Ich hoffe, ich schaffe das auch direkt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Weil dann kriegt man nämlich das letzte Passwort, beziehungsweise den letzten Cheat. Und, ja, ich glaube nicht, dass ich das... Hatte ich das... Ich weiß es gar nicht mehr, ob ich das im letzten Part gezeigt habe oder nicht. Gute Frage. Ja, ich glaube nicht, weil sonst hätten wir ja das Puzzleteil da nicht einsammeln können. Ich muss erstmal gucken, wo ist das? Wo, da! Oh Gott, das wird so knapp. Oh, gerade noch. Weil das Wasser sinkt jetzt und da oben ist er. Unser Freund. Ihr kommt langsam in Fahrt, ihr beiden. Dafür gibt es einen weiteren Zaubercode. Da hilft kein Heulen und kein Flennen. Bald wird dieses Buchlein brennen. Die Gewitterhexe findet mich niemals. Der Code, den ihr auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Grove eingeben müsst, lautet Goldfässers. So, dankeschön. Jetzt haben wir nämlich, sobald ich weiß, glaube ich, alle Cheats, die man im Spiel haben kann. Es kann aber sein, dass am Ende noch irgendwo war, also was war oder kam. Werden wir auf jeden Fall sehen. So, jetzt habt ihr das wenigstens noch alles sehen können. Also, krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das im letzten Part gar nicht gezeigt habe. Das war mir gerade wirklich nicht bewusst, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal hier den Ausgang finden. Hallo? Boah, das ist so blöd. Ich bin hier noch nie wirklich zurückgeschwommen, wenn ich ehrlich sein soll. Hä? Moment. Moment, ich drehe die Kamera mal. Wo haben wir denn hier den... Ah, da... Ah, ich bin die ganze Zeit da links geschwommen und nicht... Ja, ich hätte mehr nach rechts müssen sollen oder wie auch immer. Aber ich bin sehr gespannt, weil die letzte Welt, Click-Clock-Wood, wird ziemlich interessant für euch. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe doch richtig Bock drauf. Nein, eigentlich nicht. Und wisst ihr auch warum? Ja, warum hat der gute Mr. Horror Jumper keinen Bock da drauf? Weil es so ätzend sein wird. Aber ihr werdet noch sehen, warum. Ja, komm. Aktivieren wir? Ja, aktivieren wir. Korrekt. So, sobald ich weiß, gab es über uns noch etwas. Aber da kommen wir erst später dran oder kommen wir da schon so dran? Natürlich nicht. So, wie man hier am besten durchkommt... Natürlich so und ja, das Problem ist jetzt gerade, dass wir keine goldenen Federn mehr haben. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so irgendwie hin. Moment. Ihr bietet mir die Stirn, euch fehlt dazu das Hirn. Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung, man merkt es. Alter. Konnte man die nicht auch so kaputt machen? Nee, echt nicht? Okay, dann ging das wahrscheinlich wirklich nur mit den goldenen Federn. So, hier ist es so friedlich, aber Leute, glaubt mir, es bleibt nicht so friedlich. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Stimme habe ich eigentlich bei der verwendet. Ah, komm, wir gehen einfach mal. Gruntildas liebstes Hobby ist, ihre Pickel auszudrücken. Okay.
Ein armer Kerl namens Kane Spaß war ihr erster und einziger Liebhaber. Okay. Vor vielen Jahren hatte Grotilda eine dreiköpfige Fledermaus als Haustier. Oh, ihr armen Schatzis, eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch ein wenig erfrischen. So ist es besser, nicht? Wahr? Ja, danke schön. So, soweit ich weiß, haben wir jetzt, glaube ich, sogar alle, ja, mehr oder weniger, oh nein, gehen wir doch nicht so auf den Sack. Haben wir jetzt mehr oder weniger alle, Geheimnisse herausgefunden, glaube ich, über Grotilda. Ich weiß es gar nicht mehr. Und hier konnte man runter. Oh ja, da kann man runter, denn hier gibt es einen Teleportkessel. Und dieser Teleportkessel, ihr habt es schon gesehen, ist direkt quasi da am Anfang. Und wisst ihr, was wir da gerade gesehen haben? Dort war noch eine goldene Feder und diese werden wir uns jetzt unter den Nagel reißen. Komm her, komm zu Papa. Komm zu Papa Bär. Ja, komm her, ja. Ich weiß, der war schlecht. So, ich glaube, hinter dir war nichts, oder? Nee. So, diese Welt müssen wir insgesamt 4-mal betreten, könnte man so sagen. Ihr werdet auch noch sehen, warum. Sie kann sehr ätzend und frustrierend sein, aber ich denke mir mal, wir kriegen das hin. Bevor wir da aber jetzt reingehen, möchte ich nochmal kurz nach oben gehen. Ich hoffe nur, dass der uns in Ruhe lässt. Immer diese scheiß Bullen, ne? Oh Mann, ey! Na, jetzt habe ich hier auch schon Probleme. Ja, das ist ein bisschen blöd von den Pixeln her. So, soweit ich weiß, gab es da noch einen Schalter oder hatte ich den schon aktiviert? Ich meine, den hatte ich schon aktiviert, ne? Das hattet ihr schon gesehen, oder? Ja, ich glaube schon. Hier war, glaube ich, ein Schalter. Hier haben wir noch ein paar Federn. Die Energie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, doch. Hier ist noch ein Schalter. Ja, ist ja gut. Den braucht man ja sowieso. Genau. Jetzt können wir nämlich dort das Puzzle vervollständigen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Glaubt mir, in diesem Part werde ich das Level bzw. diese Welt nicht abschließen können. Ihr werdet aber noch sehen, warum, weshalb, wieso und so weiter und so fort. Da waren jetzt gerade ein paar Eier. Soweit ich weiß, sollte man da noch nicht hingehen. Hier ist der Weg, der weiterführt. Das machen wir später. Ich denke mir mal noch 3, 4 Parts oder so und dann habe ich das Spiel durch. Wenn wir gut sind. So, her damit. Das sieht so aus, als ob man da hoch könnte, ne? Aber ich meine, soweit ich weiß, könnte man da nicht hoch. Ihr könnt mir ja mal in die Kommis schreiben, wie viele Mumbo-Schädel es eigentlich gab. Ich habe ja jetzt 36. Ich glaube, es gibt 40 oder 45. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wir haben jetzt diesen Schalter hier aktiviert, ne? Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wo müssen wir hin? Also, die meisten kennen das Spiel ja sowieso, aber... Naja, wir nehmen den Teleporter. Nicht umsonst gibt es den hier. Ach ja. Ja, ich habe mich die ganze Zeit davor gedrückt. Man hat es ja gemerkt, es sind wirklich einige Monate vergangen, wo ich das Spiel jetzt weitergespielt habe. Aber ich dachte mir, komm, damit ich auch mal wieder ein anderes Projekt anfangen kann, möchte ich das hier jetzt zu Ende bringen. Banjo-Tooie, nein, das wird jetzt nicht direkt darauf folgen, weil das ist ein bisschen zu krass. Auch wenn ich darauf Lust hätte, wenn ich ehrlich sein soll, aber weil es ein bisschen zu krass ist und ich sowieso manchmal gewisse Spiele noch habe. Ihr zittert ja wie Espenlaub, macht euch besser aus dem Staub. So, jetzt müssen wir nämlich hier hin. Ihr könnt euch noch ganz am Anfang daran erinnern, da sind wir schon hier hingeschwommen. Ah, mir fehlt es irgendwie, dass man, ja, nicht mit beiden Charakteren gleichzeitig schwimmen kann. So, wir haben 34 Puzzle. Wir machen es natürlich, ne, spannend. Oh yeah. So, da müssen wir jetzt hin. Ihr habt ja einen kleinen Vorgeschmack da vorne gerade, ihr seht es. Und ja, ihr dürft euch freuen. Und ja, hier die Schwester von Grotilda, die ihr da gerade jetzt hinter dem Baum gesehen hattet. Ihr seid ja jetzt schon im Wasser. Die hat man ja schon angequasselt, beziehungsweise sie hat uns totgelabert. Und ja, was Puzzleteile angeht, ich hatte damals wirklich mal...
mehr oder weniger öfter daran Spaß, Puzzle zu puzzeln. Ja, ich habe Puzzle gepuzzelt. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, da gab es ja noch nicht diese 3D-Puzzle. Und heutzutage gibt es die ja. Und dann denke ich mir so, boah, wäre es jetzt nochmal so klein und alles. Und dann hättest du diese 3D-Puzzle gehabt. Du hättest da bestimmt einen riesen Spaß dran gehabt. Vor allem, es gibt ja, glaube ich, auch so Puzzle jetzt so mittlerweile so von Videospielen und so. Das ist schon sehr interessant und ich frage mich jetzt gerade, warum ich da hochgehen wollte. Wir müssen doch hier hin, Leute. Nee, nee, da komme ich in Lava-Flash und auf einmal weiß ich schon gar nicht mehr, wohin. So, ich glaube, dahinter gab es nichts, oder doch? Nee, okay. Aber oben auf dem Dach, aber da kommt man später hin. Wollen wir mal in die Welt. So, ihr werdet euch bestimmt fragen, ist der jetzt schon in der Welt? Die sah doch ganz anders aus. Hier haben wir nämlich ein paar Noten. Ich hoffe, dass wir nicht sterben werden. Wenn doch, ist es nicht so schlimm. Das ist die Xbox-Version. Das bedeutet, das wird gespeichert. Automatisch. Das ist dann nicht so tragisch. Und ihr seht es schon. Es gibt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ganz genau. Und jeweils in den Epochen passieren andere Sachen in den Leveln. Oder beziehungsweise in der Welt. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Es hat seinen gewissen Stil. Es erinnert mich immer an The Legend of Zelda, Oracle of Seasons, genau. Of Seasons. Den Teil fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe den nie durchgeschafft. Meine Mutter hat es geschafft. Frag mich nicht, wie sie es geschafft hat. Aber sie hat es geschafft. Und da hatte man ja diesen Jahreszeitenstab. Und dann konnte man immer alles ändern. Und ich fand Herbst am coolsten. Hier finde ich, glaube ich, auch Herbst am coolsten, wenn man das so betrachtet. Hier zum Beispiel kann man hin, wenn man, ja, wie soll ich sagen, man kann sich hier noch verwandeln, ja, richtig. Man hat hier die letzte Verwandlung. Hier hat man die Möglichkeit, auch noch hochzukommen, glaube ich, ja, genau. Aber im Großen und Ganzen soll man das eigentlich, glaube ich, nicht machen. Oh, diese Mistviecher, genau. Jetzt habt ihr sie mal kennengelernt, die kommen in diesem Level häufiger vor. Das ist auch der Grund, warum man meistens stirbt oder beziehungsweise nochmal runterfällt und man muss den ganzen Weg hoch. Und wenn ihr euch jetzt vor Augen haltet, wie oft das passieren könnte, weil wir müssen ja 4 Jahreszeiten durchqueren oder durchleben. Und das ist dann natürlich nicht so einfach. Und da unten der kleine Biber, der Biberbruder. Ja, Bruder, was ist? Was geht? Jemand muss den Felsblock entfernen. Conti kommt nicht in seinen Bau hinein. So ein Ärger, aber auch. Ja. Das ist wirklich ärgerlich, aber tut mir leid. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Den Sound finde ich hier auch ganz amüsant. Also amüsant, sagen wir es mal so. Und ihr seht, hier gibt es noch mehr dieser Piranha-fleischfressenden Pflanzen. Da können wir aber mehr oder weniger draufgehen, wenn wir dann die entsprechende Verwandlung haben. Oh yeah. So. Hier gibt es etwas Feines. Und zwar... Nein. Oh, ich wollte die Kamera drehen, während ich mich ducke. Wie dumm. Ja, die Kamera darf wieder ein bisschen... So. Oh ja, Leute. Ich hab die Eier wieder eingesammelt. Das wollte ich gar nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, ist da jetzt was Großes rausgewachsen. Ja, was alles so aus Eiern rauskommen kann, ne, wenn man das so betrachtet. Also, Kazooie ist wirklich ein Wundervogel. Ja, und, ja, das wird sich quasi über die Jahreszeiten hinweg ziehen. Das kann man sich wahrscheinlich schon denken. Das ist auch eines der Prinzipien, die ich total feier, beziehungsweise das hat was Special-mäßiges an dieser Welt. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja eben... wieder dummerweise eine goldene Feder verbraucht. Oh, komm schon. Naja, er hat mir die Energie wiedergegeben, die er mir geklaut hat. Ich bin immer dafür, erstmal diese Mistviecher vorher zu töten. Weil ich genau weiß, dass ich mich nachher später nicht mehr daran erinnere. Und ja, genau deswegen. Ja, die Honigwabe, die lasse ich jetzt mal da liegen. Was ich auch sehr krass finde, ist, die Honigwaben, die verschwinden gar nicht. Das heißt, man hat mehr die Möglichkeit, die Energie nochmal wieder zu bekommen. Das war so klar, dass ich an dem Ei dran vorbeispringen werde. Ich gehe natürlich wie folgt vor. Ich werde erstmal hier unten alles machen. Und dann werde ich mich langsam nach oben kämpfen.
Weil das ist, glaube ich, der beste Weg, den man so machen könnte. Natürlich könnte man auch direkt hochgehen und dann von oben nach unten. Aber ich bin einer, der ist meistens von unten nach oben. Ja, man muss sich hochkämpfen, sagen wir es mal so. Wie im echten Leben. Und ja, das ist eine Simulation, Leute. Nein, Spaß. Aber jetzt seid mal ehrlich. Ich habe jetzt wirklich seit langem kein Projekt mehr gehabt, wo ich so viel quatschen konnte, wo nicht so viel passiert, wo ich dann irgendwie was unterbrechen musste. Deswegen habe ich hier die Möglichkeit, und das lasse ich jetzt ein bisschen raushängen. Oh ja, ich lasse ihn raushängen. Nee, aber ihr habt es ja mitbekommen, dass Landschaftssimulatoren allgemein ziemlich gut ankommen. Bei vielen. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also, wo ich das gehört habe, da sind wir wirklich... ja, ich weiß nicht. Oh, da sind mir wirklich die Schuppen von den Augen gefallen. Oder wie sagt man das so schön? Das konnte ich echt nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich sein soll. Natürlich, es gibt da irgendwo den Kick, so man möchte es ausprobieren. Und wie ist das wohl? Und macht das wirklich Spaß? Wäre das was für mich? Natürlich, man kann etwas ausleben, was man vielleicht so nicht ausleben kann. Und ich komme da jetzt gerade nicht hoch. Man merkt, ich habe lange nicht mehr so krass Jump'n'Run-Spiele gespielt. Ja, man kann da hoch, man muss es aber nicht. Ja, komm. Ich lasse es jetzt einfach. Das ist jetzt nicht die beste, wie sage ich so schön? Jahreszeit? Jahreszeit, genau. Ich kam einfach nicht auf den Namen. Jahreszeit. Moment, Moment. Das war jetzt totaler Bullshit, was ich da gerade machen wollte. Ich wollte doch erst unten alles machen. Da sieht man schon. Nee, aber ohne Scheiß, es sind ja jetzt neue News, alles draußen und so weiter. Und der Mr. Horror Jumper, er guckt sich ja auch einiges an. Und was ich auch noch so cool finde ist... Oh, da vorne, ich wusste es. Dass jetzt der NES Classic draußen ist, also der NES Mini. Und ich habe mir echt überlegt, den zu holen, aber der ist momentan ausverkauft. Und außerdem habe ich das Geld erstmal nicht dazu. Ich werde mir den wahrscheinlich erst im Dezember gönnen. Wenn der dann noch verfügbar ist, ich hoffe es. Weil, ja, ich finde den klasse. Allgemein, ich wollte schon immer den NES haben. Das Problem ist allerdings nur, ja, ich komme da nicht hoch. Das Problem ist allerdings nur, dass der andere, dafür wollte ich nicht so viel ausgeben. Es liegt aber einfach daran, weil ich gehofft hatte, dass sowas erscheinen wird. Aber das Miese ist wirklich, es gibt so viele Mega Man-Teile und sie haben nur den zweiten genommen, der auch noch am leichtesten ist. Was ich ein bisschen schade finde. Ich hatte mich echt gefreut. Ich dachte so, boah, komm schon, sind da ein paar mehr Mega Man-Teile drauf oder irgendwie sowas. Hätte ich mir echt gewünscht. So. Aufgewacht, Schnarchennase. So, 25 braucht man. Wir haben 37. Also, let's go. Mumbo macht gut Zauber. Biene, bester Zauber seit langem Zeit. Ja. Wir sind jetzt eine Honigbiene. Wir sind Biene Maya. Nee, Spaß. Wir sind Willi, ne? Ja, Willi. So, okay. Was wir können fliegen. Mehr können wir nicht. Kleiner Spoiler. In Banjo-Tooie gibt es die Biene auch. Nur da kann man mehr machen. Mehr möchte ich aber nicht verraten. Oh ja, ich will diese Blüte bestäuben. Nein, Spaß. Das sind ja noch gar keine Blüten. Aber, damit ist es einfacher, sich hier frei rumzubewegen und diese Dinger tun einen nix. Deswegen nutze ich das jetzt erstmal aus und ich zeige euch auch mal ein bisschen die Map. Deswegen wundert euch jetzt nicht, ich werde hier ein bisschen herumgammeln. Soweit ich weiß, passiert einem nichts, wenn man jetzt auch hier unten in den Dornen landet, weil dann ist man so gesehen fast unverwundbar. Und ja, wie gesagt, der NES Classic, Mini Classic, wie auch immer, der ist richtig cool. Also der Controller soll wirklich original getreut dargestellt sein. Welches Spiel würdet ihr darauf denn mal spielen? Ihr könnt mir das ja mal in die Kommis schreiben. Ich habe lange nicht mehr irgendwie meine Community bzw. euch, meine Abonnenten, gefragt. Ja, was würdet ihr denn mal darauf gerne spielen? Wo ihr euch gedacht hattet damals mal so, das hätte ich gerne mal gespielt, aber ich war nicht in dieser Zeit aufgewachsen. Oder ich hatte das Geld nicht und jetzt kriege ich für, ich glaube knapp 70 Euro oder so war das, kriege ich dann 30 Spiele auf dem NES und dann auch noch mit dem Controller und... Dieses kleine Ding ist wirklich sowas für Sammler, einfach nur herzallerliebst und es wird mich echt mal interessieren.
Weil für mich gibt es da auch einige Titel. Zum Beispiel Ghosts and Goblins oder Goblins oder wie das heißt. Ich glaube, so hieß das, ne? Der Typ mit der Ritterrüstung. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil dann könnte ich den Teil mal ausprobieren und dann könnte ich auch, wie heißt es? Dann könnte ich auch mal den Super Nintendo Spiel, ach, Super Nintendo Spiel, ja. Super Nintendo Teil dann mal zocken. Hier gibt es, glaube ich, nichts, also noch nichts. Das war, glaube ich, in einer anderen Jahreszeit. Hier gibt es, sobald ich weiß, eigentlich auch nicht viel, aber wir können mal die goldenen Federn mitnehmen, weil ich bin, na... Das Blöde ist einfach, man kann leider nicht bremsen bzw. richtig gut landen in diesem Level. Aber naja. Ja, was gibt es denn noch so? Außer Landschaftssimulatoren und so weiter und so fort. Hier merkt man schon, hier gibt es den nächsten Schalter für die nächste Welt. Ich gehe jetzt hier einfach mal rein. Hier gibt es nämlich jemanden. Oh mein Gott. Napnut liebt Eicheln. Ich werde noch ein wenig weiter futtern. Dann futter mal. Du liebst Eicheln? Oh. Welche Eicheln? Oh Mann. Oh Gott. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Du bist bestimmt ein Verwandter von Konkas, oder? Sei ehrlich. Nur du bist irgendwie das Gegenteil von Konkas. Du bist ein bisschen lieb. Oh Mann. Ich glaube, sonst gibt es hier eigentlich nichts, außer den Mumbo-Schädel. Ach, dieser Sound. Oh ja, das... Ohne Scheiß, wenn man sich das so anguckt, das sieht schon sehr merkwürdig aus. Als wenn er auf einem Maulwurfshügel sitzen würde oder er hätte sein Geschäft verrichtet. Aber darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken, wir gehen jetzt einfach mal. So, durch dieses Fenster kann man auch ein und aus. Ich weiß jetzt gar nicht mehr... Macht das Sinn? Oh, okay. Aber jedes Mal seht ihr, unten links steht immer Speichern für jede Tätigkeit, die wir hier irgendwie ausführen. Und warum springe ich da jetzt im Jump'n'Run-Style? Dabei kann ich doch fliegen. Ikambukam. So. Wir sind jetzt hier oben bei dem Ei. Oh ja. Riesenei. Ich glaube, der Part wird locker so 30 Minuten. Weil ich will viel schaffen. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Ich habe ja nur nicht direkt hier komplett angefangen. Ich habe ja erstmal... Ja. Das eine Puzzleteil geholt. Dann muss ich den Schalter aktivieren und so weiter und so fort. Und da haben wir einen Jinjo. Ja, ich glaube, das muss man nochmal kaputt machen. Dann muss man nochmal hoch. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, man kann es auch mit Banjo und Kazooie so schaffen. So. Boah, wisst ihr, was voll fies ist bei mir? Ich kann mich immer voll da reinversetzen, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Wenn ich dann hier zum Beispiel runterspringe oder so und dann zu lange im Flug bin, das fühlt sich für mich an wie echt. Ich weiß nicht warum. Ich kann es einfach nicht beschreiben, warum das so ist, aber... Naja. Gehen wir mal rein in die gute Schube. Oh. Bzzzt, hallo, dicke Biene. Wir Zubas bewachen Grundhildas Goldschatz. Man hat uns erzählt, dass da draußen irgendwo ein gefräßiger Honigbär herumläuft. Ja, das Puzzleteil müssen wir nämlich holen. Und bevor sie jetzt Verdacht schöpfen, holen wir uns noch den Jinjo. Ja, so gut wie haben wir diese Jahreszeit fast überstanden, könnte man sagen. Hier muss man nochmal rein, aber nicht mit unserem Honigfreund hier, den wir jetzt gerade hier steuern, sondern da muss man mit Banjo und Kazooie rein. Das hat man ja schon gemerkt, weil die sind ja ein bisschen aggressiv auf den Bären anzusprechen. Okay. So. Hier habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Ich meine sogar, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier gab es irgendwo noch ein Puzzleteil. Das war nämlich ganz hoch oben. Ja, da. Ich wusste es. Das hier kann man schnell aus den Augen verlieren bzw. vergessen. Und wir haben es geholt, weil anders bekommt man das nicht. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir so eine Art Sturzflug. Moment, wo können wir denn landen? Da meine ich, habe ich jetzt alles eigentlich geholt. Boah, ich bin komplett im Kreis jetzt geflogen. Ich hätte anders abbiegen müssen. Nee. Das ist Einbahnstraße. Deswegen muss ich hier lang fliegen. Oh, da vorne ist noch ein Leben und eine goldene Feder und... Ja, kommt. Bevor ich das jetzt gleich mit Banjo und Kazooie machen muss, was ein bisschen ätzend ist, erledige ich das doch direkt mal mit der Biene, oder? Ikambukam. Ach ja. Oh ja. Aber ich habe jetzt gerade, wo ich einmal dabei bin, richtig Bock, dieses Spiel zu spielen. Also, ich denke mir mal, das wären gute Parts. So sollte es auch sein, oder? Oh, wir haben schon 25 Minuten. Ich denke mir mal noch so 10 Minuten und wir hätten diese Epoche abgeschlossen. Oh, danke, Mumbo.
Ich fand ja immer, Momo ist der coolste. Ich habe den immer gefeiert. Ich finde den immer so lustig. Er hat seinen gewissen Charme. Aber es gibt ja noch ein gewisses Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hieß das. Ich überlege gerade für den NES. Ach, genau. Boah, wisst ihr, was ich total schade finde, was auf dem NES nicht, also Mini Classic rauskam oder gekommen ist? Ja, gekommen ist, ich weiß. Das war hier dieses eine Spiel. Chip and Chap, also Chip and Dale, glaube ich, hieß das, ne? Ich finde das so schade. Es gibt zwei Teile und die sind von Capcom, Leute. Ich kam darauf nicht klar. Natürlich wollten sie die Spiele nehmen, die wirklich am beliebtesten sind und die wirklich Kultstatus haben. Aber ich finde, die haben auch Kultstatus. Man kann sie im Koop, weil das finde ich auch sehr wichtig. Und ja, keine Ahnung. Aber was ich cool finde, ist Battletoads ist da drauf. Und Battletoads, davon habe ich nur Gutes im ja, wahrsten Sinne des Wortes irgendwo gehört. Ich weiß gar nicht, konnte ich mit dem hier durch? Nee, konnte ich nicht, ne? Dann war das doch in einer anderen Jahreszeit. Wahrscheinlich im Sommer. Naja, auf jeden Fall, ich finde das ja sehr cool, dass dieses Spiel dann wenigstens da ist. Das ist ja auch von Rare. Excite Bike war da, glaube ich, auch dabei, ne? Ja, ich glaube schon. Und, das muss ich jetzt nicht unbedingt drauf haben, wenn ich ehrlich sein soll. Da kannst du ja direkt Mario Kart 8 spielen, so nach dem Motto. Nee, aber, gewisse Spiele... Ja, ich weiß nicht. Balloon Fight, Leute. Seid mal ehrlich. Da hätte doch ein besseres Spiel an der Stelle sein können, oder? Natürlich, man kann es nicht jedem recht machen. Will ich jetzt auch nicht irgendwie damit, ja, unterschreiben, sagen wir es mal so. Aber... Ja, ich hätte mir da schon ein paar kleine, bessere, coolere Spiele vorstellen können. Zum Beispiel die DuckTales ist, glaube ich, auch nicht drauf, oder? Das wäre auch ziemlich geil gewesen, oder? Was gab's denn da noch? Gab's überhaupt Darkwing Duck für den NES? Ich glaube schon. Solche Teile irgendwie, so Spiele irgendwie, ich weiß nicht. Weil zum Beispiel DuckTales ist doch ein Kultstatus, oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht. War das da drauf? Ja, okay, du redest auch, du liebst Eicheln. Ja, es tut mir leid. Der hier erinnert mich an Robin Hood. Ich glaube, das soll auch so eine Parodie an den sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder der macht einfach, ah, Mann, jetzt habe ich den Namen dafür vergessen. Ah, Cosplay, genau. Cosplay. Ich bin doch noch drauf gekommen. Ja. Boah, ich bin immer dies drauf gekommen, Leute. Ja, es ist schlimm momentan. So. Dann wollen wir mal das Ei knacken. Piep, ich bin Airi. Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Baby ist müde. Oh, Baby will direkt schlafen. Du hast doch die ganze Zeit geschlafen im Ei, oder nicht? Oh, du fauler Sack, du. Ja, komm. Du schnarchst ja richtig laut. So, wir müssen jetzt hier mal hoch. Wenn ich ehrlich sein soll, hier hatte ich meistens Probleme damals. Wisst ihr, wovor ich am meisten Angst hatte? Dass diese Dinger hier abfallen. Aber das haben sie ja... Ich glaube, gab es überhaupt irgendeine Stelle, wo irgendwo was runterfällt bei Banjo-Kazooie? An solchen Stellen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre schon zu fies gewesen, oder? Ja, ich glaube schon. Oh yeah, wir sind jetzt hier drin und ich meine, da oben gibt es noch etwas und da kommen wir jetzt bestimmt nicht dran, so wie ich mich kenne. Da haben wir noch ein Leben, okay. Das haben wir sogar bekommen, ohne Schaden zu nehmen. So, jetzt gucke ich mal nach oben. Ich meine, da war nämlich noch ein Leben, okay, mehr nicht. War da nicht noch irgendwo ein Mumbo-Schädel oder so? Komm. Oder kommt man da auch so hoch? Ah. Wie es aussieht, gibt es hier echt nur das Leben noch. Okay, es gab hier zwei Leben. Wundert euch nicht, das ist jetzt gerade für mich auch sehr merkwürdig. Normalerweise gehe ich hier immer mit der Biene rein und dann hole ich mir das einfach. Verdammt, ich wusste es. Aber wir können den Part jetzt gleich beenden, beziehungsweise wir haben diese Welt dann hier abgeschlossen. Also die Jahreszeit. Die Welt haben wir jetzt nicht abgeschlossen. Okay, jetzt muss ich nur noch gucken, wo haben wir denn hier Wasser? Ja, nee, so. Kann ich da irgendwo landen, ohne zu sterben? Ich hoffe es mal. Boah, da ganz hinten, ist es euer Ernst?
Ja, komm, hör auf zu schnattern, du Schnatterer. Komm schon. Komm schon, ich spüre es. Ja, ich spüre es. Ja, man hat's gemerkt. Ey, so wenig Energie verloren? Das geht ja eigentlich noch klar. Okay. Gut. Oh. Da liegt, glaube ich, Honig hinter dem, oder? Oh ja, hinter dem ist Honig, Leute. Tatsache. Naja, warum nicht? Komm schon. Ja, ja, ich weiß. Ist okay. Das muss ich nicht nochmal vorlesen. Honigwaben und ich unter Wasser, das ist keine gute Kombi. Funktioniert einfach nicht. Man merkt es. So. Raus hier. Oh yeah. Ja. Die nächste Jahreszeit ist die Sommerjahreszeit. Ich muss jetzt mal gucken, habe ich eigentlich wirklich alles? Ich habe 2 Puzzleteile, oder? Moment. Statistik, Leute. Oh ja, da muss selbst ich mal nach. Ja, wir haben 2 Puzzleteile und wir haben 2 Gingos und wir haben das Ei geknackt. Okay, soweit ich weiß, haben wir jetzt auch, glaube ich, alle Noten in dieser Welt, beziehungsweise in der Jahreszeit. Und dann können wir im nächsten Part einfach mit Sommer weitermachen. Schauen wir mal. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein, Leute. Oh ja, wir müssen da rein. Okay, ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.